die funktionale Abhängigkeit nicht nur von D ist, sondern eben auch vom Epsilon R des Materials. Das ist meist koaxiale Geometrie. Das hat jetzt noch einen weiteren Effekt. Ich mal es jetzt mal so. Die eine Elektrode, die zweite Elektrode. Hier zwischen messe ich ein C. Und jetzt wird diese Elektrodenanordnung auf einen Behälter, auf eine Behälterwand von außen aufgelegt. Also eine nicht leitende nicht leitendes Dielektrikum. Na gut, Dielektrikum ist immer nicht leitend. Was machen jetzt die Feldlinien? Ja, die Feldlinien, die fangen hier an, gehen durch das Dielektrikum durch und kommen dann hier auf der anderen Seite wieder an. Und was heißt das? Ja, das heißt, die Kapazität hängt jetzt natürlich auch von der Dicke dieser Wand ab, aber sie hängt auch von dem ab, was hier hinter ist. Das heißt, wir können jetzt mit dem Kondensator bestimmen, wie groß ist das Epsilon R von dem Material hier hinter, wenn jetzt hier hinter ein Material ist. Das C hängt ab vom Material hinter der Wand. Ja. Und das heißt, man kann durch die Wand sozusagen hindurch messen. Ja, und eine Anwendung dafür ist ein Grenzwertgeber, ein Füllstandssensor, mit dem festgestellt werden kann, ob jetzt der Füllstand in diesem Gefäß, das ist ja nur die Gefäßwand, hier befindet sich das Gefäß, ob der Füllstand in diesem Gefäß jetzt irgendwo hier unten liegt oder ob der Füllstand hier liegt. Je nachdem, ob das Material, mit dem ich jetzt hier einfülle, die Position dieses Kondensators erreicht, hat der Kondensator eine Kapazität, die halt vom Epsilon R dieses Materials abhängt oder hat halt einfach die Kapazität, die hier bei Luft entsteht. Also können wir mit einem derartigen Sensor durch eine nicht leitende Wand, durch eine Glaswand, durch eine Kunststoffwand sozusagen hindurch schauen und können feststellen, ob Material hier hinter sich befindet oder ob sich hier kein Material befindet. Da haben wir jetzt also eine wichtige Erkenntnis, die daraus resultiert, dass die Feldlinien durch ein Dielektrikum hindurchtreten können. Und jetzt vielleicht noch eine Nebenbemerkung. Was geschieht beim Abstandssensor? Wenn der zu detektierende Körper, zu dem der Abstand gemessen werden soll,
wenn der Körper elektrisch leitet. Ja, dann haben wir einen Aufbau, der im Prinzip folgendermaßen aussieht. Die eine Platte, die zweite Platte und hier jetzt Metall. Und jetzt haben wir tatsächlich einfach zwei Kondensatoren, die in Reihe geschaltet sind. Das heißt, die Feldlinien, wenn hier Plus ist und hier Minus ist, die Feldlinien gehen einfach auf die Art und Weise. Und ja, jetzt können wir sogar die Kapazität ausrechnen, wenn wir das A kennen. Also. Die Fläche ist A und der Abstand ist D. Dann haben wir die Kapazität von einem ist Epsilon 0 mal A durch D. Das ist die Kapazität von einem. Die Kapazität von dem hier ist genauso groß. Dann ist die Gesamtkapazität 1 durch das plus 1 durch das und davon der Kehrwert. Und das müsste sein 1/2 Epsilon 0 mal A nach mal A durch D, und zwar jetzt unabhängig vom Material. Vom Material des Metalls. Und ein Hintergrund dessen, dass die Feldlinien jetzt hier sozusagen gerade gehen, ist, Feldlinien können nicht in einen Leiter, können nicht in einen Leiter eintreten. Was wir uns jetzt angeschaut haben, sind im Grunde genommen Sensoren, bei denen das Epsilon R sich ändert und bei denen die Dicke des Epsilon R sich ändert und auch möglicherweise der Abstand zu dem Dielektrikum sich ändert. Und wir haben den einen Sensor jetzt gerade noch betrachtet, wo wir eine Abstandsmessung zu einem metallischen Probekörper machen. Wir können aber in dieser Gleichung, wenn wir mal vom Plattenkondensator ausgehen, auch A und auch D durchaus ändern. Und dazu will ich jetzt mal einige Beispiele anführen. Also auch Änderungen von A und D werden ausgenutzt. Und da schauen wir uns mal das Skript, das müsste Abbildung 33 sein. Wo ist das Skript? Ja.
Also hier sehen wir nochmal das grundsätzliche Bild vom Kondensator. Es gibt die Möglichkeit, den Abstand der Platten zu ändern und damit halt sozusagen eine Abstandsmessung durchzuführen. Wir können geometrische Änderungen durchführen, indem wir die beiden Platten gegeneinander verschieben. Oder man kann das Dielektrikum mehr oder weniger weit zwischen die Platten in dieser Richtung schieben. Und wenn wir uns diesen Aufbau anschauen, dann haben wir im Grunde genommen zwei Kondensatoren, die parallel geschaltet sind. Wir haben den Kondensator hier auf dieser Seite. Da ist das Epsilon halt das Epsilon von Luft und hier haben wir das Epsilon von dem Material, das reingeschoben wird. Und das ist völlig klar, dass die gegenüberliegende Fläche halt jetzt hier vom Abstand abhängt. Und das heißt, die Kapazität hier, die wird umso kleiner, je kleiner das x ist. Und die Kapazität, die hier hereingeht, wird umso größer, je kleiner das x ist. Und da das Epsilon von dem Material ein anderes ist als hier das Epsilon von Luft, kann man also dann letzten Endes sozusagen die Eintauchtiefe hier bestimmen. Das will ich gleich an diesem Beispiel noch ein kleines bisschen weiter verdeutlichen. Ein weiterer Punkt, der durchaus ausgenutzt wird, ist folgender. Nehmen wir an, die eine Elektrode wird als dünne Membran ausgeführt und die andere Elektrode steht dem als feste Elektrode dem gegenüber. Und wenn jetzt ein mechanischer Druckunterschied, ein Luftdruckunterschied beispielsweise zwischen außen und innen besteht, ja, dann wird die Membran mehr oder weniger weit durchgebogen und das heißt, der mittlere Abstand ändert sich und damit ändert sich die Kapazität. Und das heißt, die Kapazität ist tatsächlich ein Maß letzten Endes für den Druck und dann haben wir hier einen kapazitiven Drucksensor. So, und einen weiteren Sensor, der auch in einer ähnlichen Ausführungsform industriell verwendet wird, den sieht man jetzt hier. Hier haben wir jetzt einen Kondensator, der besteht aus zwei Platten, aber ist jetzt in einer Zylinderanordnung. Das heißt, man hat sozusagen einen festen Zylinder hier als innere Elektrode und dann hier einen Hohlzylinder als äußere Elektrode. Und jetzt kann man die Kapazität bestimmen zwischen der inneren Elektrode und diesem äußeren Ring. Und die Kapazität hängt dann natürlich auch von der Fläche ab. Und wenn man das Ganze jetzt in eine Flüssigkeit eintaucht, und zwar in eine nicht leitende Flüssigkeit eintaucht, dann wird die Kapazität hier in diesem Bereich halt vom Epsilon dieser Flüssigkeit mitbestimmt. Und wenn man das Epsilon der Flüssigkeit kennt, dann hängt die Kapazität letzten Endes hier von dem Füllstand ab. Das heißt, man kann innerhalb dieser Zylinderhöhe feststellen, wie hoch ist der Flüssigkeitsstand und kann damit also für Füllhöhen messen, allerdings nur bei nicht leitenden Materialien. So, und das will ich. So, ein Beispiel. Zylinderkondensator. Und dann kommt. Da muss ich anders malen. Mal erstmal das Äußere. Und da innen drin befindet sich jetzt der massive Innenelektrode. Ich hoffe, das lässt sich jetzt einigermaßen verstehen. Und dann machen wir jetzt auch mal eine Gleichung, wenn wir dann auch eine schöne Übungsaufgabe dazu rechnen können. Der Radius von der inneren Elektrode ist R1. Der äußere Radius, also der Radius zu der äußeren Elektrode ist R2, die Gesamtlänge ist L.
Und dann müsste C, wenn ich das eben richtig abgeschrieben habe, sein Epsilon 0 mal Epsilon R mal L durch Logarithmus R2 durch R1. Und wenn man jetzt als Sonderfall sich dann anschaut, dass das ganze Ding jetzt, sagen wir mal, bis hierhin gefüllt ist, dann hängt C halt von der Füllhöhe ab. Und damit ist das Ganze ein Füllstandssensor. So, und an der Stelle muss ich mal eben den Film unterbrechen und dann gleich weitermachen.